Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Mittwoch, den 7. Oktober. Mein Name ist Ronald Gehrt. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und unser Thema kann natürlich nur der DAX sein. Der hat sich in eine entscheidende Widerstandszone nach vorne gekämpft und sieht damit charttechnisch gesehen ziemlich gut aus. Der Haken dabei ist, und das hatten wir heute Morgen im Morning Call und in der Morning Mail schon hervorgehoben, da gibt es so viele Abers, dass man nicht den Bären erlegen sollte, bevor es wirklich Abend ist, vorsichtig ausgedrückt. Also, wir haben hier einen Eintritt in eine Widerstandszone. Ja, wir haben die 20-Tage-Linie überwunden, auch richtig. Wir haben ein Kaufsignal der Stochastik, auch des MACD. Da sieht es markttechnisch gut aus, wenngleich wir natürlich längst nicht mehr überverkauft sind, sodass grundsätzlich auch Luft nach unten wäre. Aber der DAX sollte tunlichst diese Widerstandszone, in die er nun eingetreten ist, das sind Zwischenhochs aus der zweiten Hälfte des Jahres 2014, zwischen 9.891 und 10.093 Punkten auch deutlich genug überwinden. Erst dann wäre wirklich wieder Luft in Richtung 10.500, damit in Richtung des Zwischenhochs hier von Anfang September, und er wäre dann wieder effektiv in dieser Seitwärtsspanne von Ende August bis Mitte September drin. Bis dahin bleiben noch Fragezeichen in Bezug auf die Rahmenbedingungen. Heute Morgen haben wir die Industrieproduktion für August, das waren halt die aktuellsten Daten, für Deutschland bekommen und wieder mal war es eine Enttäuschung. Es ging abwärts, die Experten hatten mit einem steigenden Wert gerechnet und dasselbe hatten wir ja schon gesehen bei den Auftragseingängen für die Industrie im August, die am gestrigen Dienstag auf den Tisch kamen. Wachstum treibt den DAX momentan also eher nicht. Ist es der Dollar? Ist es der Bund-Future? Sprich, gibt es einen Exodus aus Anleihen in Richtung des Aktienmarkts? Sehen wir uns gleich mal an. Zunächst einmal abschließend gesagt, über 10.100. Wenn diese Widerstandszone auf Schlusskursbasis und das bitte auch noch auf Referenz 22 Uhr, letzte nachbörsliche Notiz, überwunden wäre, dann wäre der DAX charttechnisch so weit durch, dass man sagen könnte, zumindest eine erste kleine Position auf der Longseite wäre zu überlegen. Vorher bleibt das riskant. Auch beim Eurostoxx 50, der in der Tat auch schon einiges nach oben zurückgelegt hat, noch deutlich mehr eigentlich als der DAX, denn der ist längst wieder in dieser Seitwärtsspanne von Ende August bis Mitte September drin, ist deutlich schon am Montag über die 20-Tage-Linie gestiegen und strebt jetzt die Widerstandszone 3.280 zu 3.325 Punkten an, die er im Tageshoch schon fast erreicht hatte. Im Moment bröckelt es ein bisschen wieder ab von den Gewinnen, aber es ist immer noch ein klares Plus. Die Frage ist eben, warum? Natürlich, die Wall Street hat ihre Gewinne abgegeben, da war also jetzt keine zusätzliche Motivation vorhanden, aber die chinesischen Aktien, zumindest die in Hongkong gehandelten, die haben zugelegt. 4% heute. Das ist charttechnisch gesehen nicht uninteressant und das mag motiviert haben. Allerdings, China selbst hat noch geschlossen. Da geht es erst jetzt morgen, soweit morgen müsste es wieder weitergehen nach der goldenen Woche, und das ist eine Art Wundertüte, zumal man da auch langsam mit den Daten zum dritten Quartal, mit den Wachstumsdaten rechnen kann. Dort ist man ja schnell mit Rechnen, wenn man denn überhaupt rechnet. Und so gesehen ist da immer noch ein Fragezeichen dahinter, geht das da wirklich durch? Der Eurostoxx 50 wäre erst dann auf der Long-Seite ein Kauf, wenn diese Widerstandszone, die ja Mitte September schon einmal vergebens berannt wurde, tatsächlich überwunden wird, sprich über 3,325, und das nach Möglichkeit signifikant. Tja, und jetzt mal ein Blick auf die Rahmenbedingungen. Wir haben hier den Goldpreis. Der hat zwar nicht allzu viel zu bieten mit plus 1,2 Dollar, aber er hat ja auch gestern wieder zugelegt, nach einem Tag Konsolidierung. Seit Freitag letzter Woche, als es dann am Aktienmarkt einen Turnaround nach oben gab, hat Gold ganz erheblich zulegen können und hatte am gestrigen Dienstagabend die Abwärtstrendlinie schon wieder leicht verlassen, vergleichbar mit diesem Szenario vor 2 Wochen.
noch nicht signifikant. Deswegen sollte man wirklich abwarten, bis wir hier über 1150 US-Dollar schließen, bevor man über ein Long-Engagement nachdenkt. Aber wir sind eben unmittelbar dran und eine solche Nachfrage nach Edelmetallen, die übrigens auch bei Silber vorliegt, die auch bei Palladium vorliegt, ist es, die passt nicht so recht zu einer Jubelstimmung am Aktienmarkt ohne fundamentale Basis. Es sind also offensichtlich keineswegs alle Marktteilnehmer, die diese Rallye innerlich und faktisch täglich unterstützen und dementsprechend bleibt Vorsicht angebracht. Auch was den Euro angeht, weil der bietet gar keine Unterstützung. Hier geht es seit 2 Wochen in einer ganz engen Spanne seitwärts. Und mal diesen Ausreißer abgesehen, geht es eigentlich schon seit Ende August in einer engen Spanne seitwärts. Das heißt, weder die Amerikaner noch die Europäer hätten in Bezug auf den Währungsmarkt irgendeinen Vorteil erlangt. Also auch hier kein Support für einen steigenden DAX. Nur beim Bund Future, da geht es etwas runter, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Es konsolidiert aber nicht in vergleichbare Größenordnung. Das heißt, wir sind hier immer noch kurzfristig grundsätzlich bullisch. Dementsprechend sollte man hier nicht darüber nachdenken, auf der Shortseite aktiv zu werden, bevor nicht zumindest mal diese Juni-Aufwärtstrendlinie und damit auch die Supports aus 20-200-Tage-Linie und diesen Zwischenhochs vom Jahresbeginn, wenn wir hier aufziehen, aus dem Februar und März unterschritten würden. Das heißt, in allen Bereichen gibt es keine zwingenden Argumente, warum der DAX nun mit Schwung diese Widerstandszone überwinden sollte, außer möglicherweise eben dem festen Willen, der wilden Entschlossenheit derer, die einen Break unter 9.300 auf neue Tiefs verhindern wollen und dementsprechend offensiv in die Defensive gehen, indem sie kaufen, um eben ein weiteres Abrutschen zu verhindern. So etwas kann sich relativ schnell erschöpfen, wenn die Barreserven alle sind und dementsprechend kann es eben durchaus sein, dass der DAX auch den kleinen Verfalltermin am Freitag nächster Woche mit einer Rallye so nicht unbedingt erreichen muss. Also, wir warten ab, bis tatsächlich diese Widerstände nach oben durchbrochen sind. Im Augenblick sind sie es noch nicht. Kann sein, dass es heute sogar noch gelingt. Das kommt natürlich auf die Wall Street an. Und die schauen wir uns selbstredend an, morgen früh, in der nächsten Ausgabe des Morning Call, respektive der Morning Mail. Gegen 8.30 Uhr, spätestens 9 Uhr, ist das für Sie parat. Und der nächste Chartflash kommt natürlich am Donnerstag, sprich morgen um 13 Uhr. Bis dahin noch einen schönen Mittwoch und machen Sie es gut.